Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich was schämen. Schämen muss sich hier keiner, denn dieser Lehm muss genau hier hingeschmissen werden. 4000 Tonnen Lehm fallen in die Westfalenhalle Dortmund ein, um zur Strecke des ADAC Supercross Dortmund zu werden. Der Lehmsherr der Strecke ist Freddy Verstraeten. Sein Motto könnte lauten: Lehm und Lehm lassen. Der Belgier baut weltweit Motocross-Strecken und die Strecke für das erste Supercross nach Corona wird es in sich haben. Ich versuche immer neue Strecke zu bauen, neue Design, neue, was wir, ne, scharfe Dinge in die Strecke. Dieses Jahr besonders, wir haben eine Sandkurve im Plan und dann schweres Waschbrett, was sehr wichtig ist zum Überholen. Gute Überholmöglichkeiten. Dafür wird schon früh morgens um 6:30 unser extra beklebter ADAC Supercross-LKW beladen, um von Matthias Brüning in die Halle gefahren zu werden. Übrigens, der Lehm ist absolut exklusiver Supercross-Lehm. Schon seit vielen Jahren wird er ausschließlich für das Dortmunder Supercross genutzt. Die letzten 3 Jahre musste aber auch unser Lehm Corona-bedingt hier in Dortmund-Dorsfeld ruhen. Ja, der Lehm kommt aus den ehemaligen aus der Kanalverbreitung in Mühlinghausen, wo der Kanal verbreitert wurde für Schifffahrt. Und das ist ein Lehm, der auch richtig zusammenpappt, der nicht auseinanderbricht. Nach kurzer Fahrt kommt der Lehm ans Ziel an den Dortmunder Westfalenhallen. Aber da wird es dann nochmal richtig eng für ihn. Weil das hier sehr eng ist. Man hört jetzt mit der Antenne, man liegt fast unter der Decke hier. Ne? Und vom Dunkeln fährt man jetzt im Hellen rein. Zum Glück ist es nur die Antenne, die kratzt. Die Lieferung bleibt insgesamt schlammmasselfrei. Dass es das erste Mal seit 2020 jetzt endlich wieder ein Supercross gibt, da fällt selbst den Organisatoren aus dem ADAC Westfalen ein Lehmbrocken vom Herzen. Die Vorbereitungszeit war sehr anstrengend, aber wenn es jetzt endlich losgeht, dann fällt erstmal alles von einem ab. Natürlich gibt es natürlich auch vor Ort noch einige Baustellen, die aufkommen, aber grundsätzlich, wenn es erstmal losgeht, dann läuft's. Laufen tut's auch in der Halle. Hier heißt es jetzt Baggermarsch. Der Lehm wird in Form gebracht und man kann sogar schon die ersten Teile der Strecke erkennen. Auch wenn Freddy Verstraeten für jeden Dreck zu haben ist, ist das ADAC Supercross für ihn immer eine besondere Herausforderung. In Europa haben wir eigentlich kleine Halle. Wenn man vergleicht mit Amerika, USA, sind es kleine Halle. Und wie kleiner die Strecke, wie schwieriger, weil die Motorräder sind so schnell und alles eng. Und ich brauche Platz für die Strecke und ich brauche Platz für Freestyle, das kommt auch noch dazu. So ist ziemlich schwer. Die nächsten 3 Tage wird hier in der Westfalenhalle noch gekippt, gebaggert und gebaut, sodass es hier Freitag, Samstag und Sonntag lauten und richtig lebendigen Motorsport von der allerfeinsten Sorte zu sehen und zu hören gibt. Hallo!